Spotfight. Wir leben Wrestling. Enttäuschung bei der Premiere der Mixed Match Challenge. Lediglich 136.000 Zuschauer waren bei der ersten Ausstrahlung der Facebook Watch Show gleichzeitig live dabei. Die WWE und Facebook rechneten mit bis zu 1 Million Live-Zuschauern. Mittlerweile sind die Zuschauerzahlen auch in diesen Regionen angekommen. Dennoch hat man sich für die Live-Zuschauerwerte eine deutlich höhere Zahl erhofft. In einem Interview mit Sports Illustrated dementierte Mark Henry Rücktrittsgerüchte, die besagten, Henry wäre im letzten Jahr zurückgetreten. Er hätte zwar noch einiges zu bieten, dennoch möchte er auch für seine Kinder da sein, so der World's Strongest Man. Wie es mit Mark Henry weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Alberto Del Rio schlägt neue Töne an. Während eines Interviews sprach Del Rio von einer Versöhnung mit Triple H. Er beschuldigte Paige und ihre Familie, für die Unstimmigkeiten zwischen der WWE und ihm verantwortlich gewesen zu sein. Zudem schließt der ehemalige World Champion nicht aus, wieder für die WWE in den Ring zu steigen. Daniel Bryan ist aktuell der drittgrößte Favorit für das kommende Royal Rumble Match der Männer. Zumindest geht dies aus den aktuellen Wettquoten hervor. In manchen Fällen werden auf bestimmte Personen große Summen Geld gesetzt, da Firmen oder interne Personen den Showablauf bereits kennen. Dies scheint hierbei aber nicht der Fall zu sein. Es könnte sein, dass die Fans wegen der aktuellen Einsetzung Bryans in den Weekly-Shows von einem Comeback beim Rumble ausgehen. Wie Dave Meltzer berichtet, ist Bryan weiterhin von einigen Ärzten außerhalb der WWE zwar als ringtauglich eingestuft worden, bei der Situation innerhalb der WWE hat sich dennoch nichts geändert. Dass Daniel Bryan sein In-Ring-Comeback beim Royal Rumble geben wird, ist also äußerst unwahrscheinlich.